Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit unserer 5. Staffel und der nun 25. Folge. Heute in der Vorproduktion am, welchen haben wir denn heute? Den 5.8.2021. Bevor es aber losgeht, wie immer ein Dankeschön an Gnome Snake. Denn der liebe Gnome Snake hat am 30.09.2020 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nr. 334. Der Gnome wird jetzt aber wieder ausgeblendet, während ich hier in meinem wunderbar leckeren Käsetoast-Rahmen sitze, muss ich mal ein bisschen Revue passieren lassen, und zwar, was da gestern eigentlich los war. Also in der gestrigen Folge. Für mich ist es 2 Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung, was zurzeit los ist. Es ist total verhext, egal was ich mache. Ständig ist mein Mikrofon irgendwie anders eingestellt. Ich mache jetzt mittlerweile schon vor jeder Folge nochmal einen Soundcheck, um zu horchen. Und gestern in der Folge war ich ja leicht übersteuert, ihr habt es gemerkt. In der Folge davor war die Musik vom Spiel zu laut teilweise. Da muss ich aber nochmal sagen, so wie ich es auch im Kommentar beantwortet habe, da habe ich eher das Problem, dass die Musikstücke hier im Spiel unterschiedlich laut sind. Wenn ich jetzt den gesamten Spielsound, die Tonspur, wo ich den Spielsound aufnehme, nochmal weiter runterdrehe, dann sind die leisen Musikstücke, so wie das Musikstück, was jetzt gerade läuft, so gut wie gar nicht mehr zu hören. Die Dialoge wiederum auch nicht, dass ich die in-game wieder lauter machen müsste. Dann ballern sie mir aber aufs Trommelfell und so weiter und so fort. Von daher, wenn ich mal stellenweise leiser bin als die Musik, dann verzeiht's mir bitte. Ich kann es zurzeit echt nicht ändern. Beziehungsweise, ich könnte es ändern, bräuchte aber dann 3-mal so lang, um ein Video vorzubereiten. Weil ihr wisst ja mittlerweile, durch das langjährige Zuschauen oder auch seit einiger Zeit Zuschauen, ich nehme die Folgen immer ungeschnitten an einem Stück auf. Und so wie ich sie aufgenommen habe, so lade ich sie ja hoch. Da ist so gut wie nie etwas dabei, was ich rausschneide, außer ich erzähle mal wirklich kompletten Nonsens und merke es noch während der Aufnahme und schneide es dann raus. So. Zurück zum eigentlichen Thema und jetzt wird auch der Timer gestartet. Ihr kennt mich ja. Erst so ein kleines Vorwort und dann geht's los. Wir sind gestern dabei stehen geblieben, dass die beiden hier, unser Robin und unsere Gezke, ein kleines Techtelmechtel nochmal versuchen wollten. Allerdings hat es irgendwas nicht so ganz hingehauen. Und das kann ich euch jetzt sogar nochmal zeigen. Ich habe einfach nochmal an den Punkt zurückgeladen, bevor ich den Trank des Dr. Faustus genommen habe für beide. Was gibt es? Und es hat natürlich die Musik aufgehört, weil ich die ganze Zeit über Zeitlupe gespielt habe. Toll. So, Robin, du gehst mal nach Hause. Geske, du gehst mal nach Hause. Ich nehme diesmal nicht den Trank. Ich will euch was zeigen. Mach mal schneller. Ah, Musik fängt wieder an. So. Es gibt einige Musikstücke, vor allem die, wo Fanfaren dabei sind, also wo Trompeten zu hören sind sozusagen. Und sobald die aktiv sind, habe ich das Problem einfach, dass das zu laut ist. Es tut mir wirklich leid an der Stelle, ich kann es echt nicht ändern. So, wir sind jetzt zu Hause, es ist wieder fast Geisterstunde, es ist Geisterstunde vorbei, okay. Ich gucke mir das jetzt mal mit euch gemeinsam an. Ich habe es mit der Aufnahme in der gestrigen Folge nochmal gesehen. Ich will es euch nochmal genauer zeigen. 0% Chance, dass die Gezke schwanger werden kann, weil die Anzahl der Kinder, die Familiengröße. Das sind ja zwei Faktoren. Nee, Quatsch. Nur die Familiengröße. Und alles in Ordnung. Nur die Familiengröße ist jetzt ein Faktor, der hinzugekommen ist, der die Fruchtbarkeit komplett auf Null senkt. Die Entwickler haben nämlich in einem der vorigen Patches, aus irgendwelchen Gründen, die ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, die Familiengröße der leiblichen Kinder beschränkt. Adoptierte ebenfalls. Aber man darf sowieso, wenn man schon 3 leibliche hat, nicht noch weitere Kinder adoptieren. Das hatten wir schon mal in einer vorigen Folge festgestellt. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass eine Dynastie, eine gerade momentan herrschende Dynastie, also hier in dem Fall, das ist jetzt auch Dynastiegründer und seine Frau, maximal 4 Kinder haben dürfen. Und davon, glaube ich, nur 3 leibliche. Es kann nur sein, dass es mittlerweile ist, dass man 4 adoptieren darf. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie es ist. Man könnte jetzt höchstens noch probieren, sobald unser Erbe, unsere Erbin, sobald die Hilda erwachsen ist, dass man bei ihr das probiert, sie adoptiert erstmal 3 und versucht dann direkt im Anschluss nochmal 4 leibliche zu bekommen. Aber ich vermute mal, da wird dann derselbe Faktor wieder dazwischen grätschen. Feierabend. Was ist das? Dieser hier mit der Familiengröße, dass es zu viel ist. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich habe es sehr gerne so gehandhabt, vor allem auf kleinen Karten, irgendwann den Ämterbaum, den hier zu überschwemmen mit eigenen Dynastiemitgliedern. Ich meine, so an sich, es geht trotzdem noch, wenn man sich jetzt mal bedenkt, im Stammbaum. Wir haben jetzt hier 4 Kinder. Vorausgesetzt, alle 4 überleben. Ich hoffe, das ist mittlerweile gefixt worden. Vorausgesetzt, alle 4 überleben. Diverse Krankheiten, was auch immer, wenn sie unterwegs sind.
kann jedes von diesen Kindern auch nochmal 4 haben. Das heißt, wir sind dann schon mal 16 Leute in der dritten Generation. Mit 16 Leuten in der dritten Generation können wir das auch wieder, wenn wir uns die Mühe machen, das Micromanagement auf uns nehmen wollen, wieder vervierfachen. Hoffe ich. Nicht, dass es jetzt irgendwie heißt, dass immer bloß der aktuelle Herrscher 4 Kinder haben darf und die anderen irgendwie bloß 2 oder so. Selbst dann kommen wir auf, also mit der Zeit, bei gewissen Generationsfortschritt, kommen wir dann auf eine ansehnliche stattliche Zahl an Leuten, die wiederum hier im Ämterbaum ordentlich Konkurrenz machen können. Und zwar den anderen Dynastien gegenüber Konkurrenz machen können. Weil die haben natürlich dieselbe Regel einzuhalten. Sodass es dann irgendwo in der Hinsicht, muss ich gestehen, doch clever war vom Entwickler, das so einzurichten. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Dass es halt immer eine Ausgewogenheit an Konkurrenten gibt. Oha, schau mir gerade, sie ist 43 und konnte noch 3 Kinder bekommen hier. Haben sie da auch was geändert mit dem Alter? Weil sonst hatte man schon ab 30, 35 in dem Spiel echt schlechte Chancen auf Fruchtbarkeit. Oder die haben sich den Dr. Faust gekauft. Das kann natürlich auch sein. Kann ich etwas mal gucken. 31%, jetzt nach 3 Kindern, natürlich. Und die hat sie wahrscheinlich in den letzten 3 Jahreszeiten bekommen. Also mit 40 war sie noch bei 100% vielleicht. Wer weiß. Ein bisschen schade ist da noch, dass nicht die Mali dastehen, dass man irgendwie rechnen könnte pro Kind und pro Alter. Wie viel? Das ist eine gute Frage. Man könnte jetzt vielleicht hochrechnen, indem man sagt, was hat bis 100% gefehlt und dann... Obwohl man weiß nicht, was war vorher die 100%, ne? Also gut. So viel dazu. So viel zu dem Thema. Heißt also, wir bleiben erstmal bei 4 Kindern. Die müssen natürlich auch versucht werden, zur Schule geschickt zu werden. Beruf sich irgendwo schon mal anzueignen, dass ich sage, okay, Kind so und so soll dann irgendwie in der Gießerei arbeiten, dauerhaft nach Möglichkeit. Dann kann sich nämlich der Papa um die Ämter kümmern, kann dann da andere Sachen machen. Kann dann auch die reitenden Schweine, wie ich sie ja gerne nenne, oder die wilden Schweine, kann es dann auch ins Leben rufen. Also die Biker-Gang, Schweine-Gang. Und so weiter und so fort. Also so ein bisschen Aufgabenverteilung, dass nicht immer der Robin alles machen muss und die GSG, sondern dass die Kinder den Eltern was abnehmen. Und deren Kinder und so weiter. Gut, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Läuft alles soweit okay? Gut. Ich bin mittlerweile echt paranoid. Was hier ständig schief läuft mit der Technik, ich weiß es echt nicht. Jo, du kannst weiterarbeiten. GSG, du auch? Warum hast du jetzt in die Hausansicht gewechselt? Ah, nee, halt, stopp! Moment, ja. Jetzt rede ich. Ich kann gerade zurück. Nicht. Was du? Zum Gebäude und alles abladen. Ich ja. Eile. Und zwar hier drinne. Das macht der automatisch? Lol. Nee, sie hat das automatisch gemacht. Aber er nicht anscheinend. Nee, dann mach mal andersrum. So rum, wir verkaufen die Dinger wieder. Ich hab schon blaue Flecken vom Spiel. Geh wieder arbeiten, Robin. Du, was? Du gehst zum Marktplatz und jetzt lass mal die Zeit wieder normal laufen. In einer Stunde fängt auch die Arbeitsschicht wieder an und wir haben die ganze Nacht natürlich wieder nichts gemacht, außer Experimente. Die eigentlich keiner mitbekommen darf. So, nochmal 2.500 kriegen wir wieder zurück. Immerhin. Besser, als wenn ich die jetzt einfach liegen gelassen hätte. Meine, klar, ich hätte auch sagen können, lass die jetzt im Haus liegen. Die Kinder werden es dir danken. Aber auf der anderen Seite, warum? Könntest du zur Not wieder selber welche kaufen dann? Ich glaube, finanziell sieht es auch nicht so schlecht aus bei uns. Apropos finanziell, wir haben noch Betriebe zu bauen. 3 Stück können wir noch. 2 möchte ich auf jeden Fall machen. Noch eine Grobhandwerkerhütte. Ah nee, Quatsch, Moment, wir waren ja noch gar nicht mit der hier fertig. Übrigens, ich habe mich dazu entschieden mit diesem Pachtsystem. Ich lasse das mal. Es ist ein schönes System, es gefällt mir irgendwo, man kann sich da echt auch dumm und dämlich verdienen. Wenn man das so einrichtet, wie ich das gesagt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Lagerhäuser, Lagerschweine errichten würde, wo ich alles drin bunker, wo ich wirklich alles reinschmeiße, Problem ist dann aber wiederum, das weiß ich durch einen lieben Zuschauer, mit dem ich in letzter Zeit viele Kommentare auch nochmal hatte zu dem Thema, sobald man eine Lagerscheune oder ein Lagerhaus hat, bringen sämtliche Betriebe alles dorthin, egal ob es Sinn macht oder nicht. Und das ist leider nicht änderbar. Ich habe es offscreen probiert und mit noch und nöcher rumprobiert und was nicht alles. Ich weiß nicht, wie man das umgehen kann, außer mit manuellen Handelsrouten. Und das ist so eine Frickelei, so eine Fummelei. Da kann ich auch hinterher gleich sagen, okay, dann spare ich mir einfach die Lagerscheunen und die Lagerräume, ehrlich gesagt. Und da möchte ich jetzt so ungefähr mal weitermachen, dass wir jetzt erstmal versuchen, komplett ohne Lagerscheune und Lagerraum
diese 7 Folgen für diese Woche hier vollzubekommen. Wenn dann beim nächsten Mal, wenn die nächsten 7 Folgen kommen, ich erinnere nochmal an den Veröffentlichungsplan. Das war laut. Dann bis dahin kein Update gekommen ist, macht man da natürlich weiter ohne Lagerraum und ohne Lagerscheune. Versuche ich zumindest, wenn es geht. So, aber hier, wie sieht's aus? Ihr stellt Dolche her. Das ist grundsätzlich gut. Aber was ich noch brauche, zumindest in der Theorie, Preis sieht immer noch stabil aus, okay. Ich würde sehr gerne auch einen Eisenzufuhr haben, einen dauerhaften, nicht nur wegen der Eisenarmbänder hier, sondern auch für spätere Produkte, Plattenharnisch zum Beispiel. Ein Plattenharnisch alleine benötigt schon mal 15 Eisenbarren plus 5 Beschläge und die Politur. Die Politur müssen wir dazu kaufen und die Beschläge wiederum kostet mich ein Beschlag 2 Eisen. Krass. Das heißt, für ein Harnisch brauchen wir 25 Eisenbarren. Uff, da. Und ja, da steht Menge 1, nicht Menge 10. Bei den Nägeln wiederum ist das anders. Da machst du aus einem Barren 10 Nägel, was auch ein bisschen wenig ist. Okay. Das ist heftig. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach heftig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben schon Mittagszeit. Jetzt wollen wir mal Dinge tun. Angefangen damit, dass ich noch eine weitere Grobhandwerkerhütte baue. Hier. Hä? Da gibt es bessere Namen. Staub und Sparen. Wie hieß die andere eigentlich, bevor ich die doppelt mache? Verstauchter Finger. Stimmt, da war was. Grob und günstig. Ich nenne sie jetzt einfach nur Eisenhütte. So. Ganz kreativ der Name, aber so richtig. So, die Nähe zur Mine ist natürlich auch sehr praktisch. Dürfte ich eigentlich sogar ganz frecherweise? Ich dürfte. Aber dann ist der Weg nach oben länger. Nee, machen wir den hier. Jo, bestätigen. Warum bin ich jetzt auf der Elslier gelandet? Beim Bauen? Na. Lieber Entwickler, da stimmt noch was nicht. Es ist mir schon hier und da ein bisschen aufgefallen, dass im Hintergrund die Buttons aktiv sind, obwohl ich gerade im Vordergrund auf einer vollkommen anderen Übersicht arbeite. Wenn ich jetzt... Ich guck mal, ob ich das reproduzieren kann. Nee, doch nicht. Hier hat es funktioniert, okay. Aber wenn ich jetzt... ich speichere mal kurz. Wie gesagt, wir wollen ja auch in dieser Staffel, in der 5. Staffel jetzt... das Spiel so richtig auf den Prüfstand stellen. Ach, deswegen, ich sehe schon. Ich werde sozusagen einen Doppelklick ausgeführt haben. Achso, wir wollen ja, wie gesagt, das Spiel auf Prüfstand stellen, um zu gucken, wie weit ist es mittlerweile, was kannst du alles machen, was fehlt noch, wo müsste man nochmal nachjustieren, nachbenutzen und so weiter und so fort. Das ist jetzt erstmal Hauptaugenmerk für die 5. Staffel. Wenn ich das Glück habe, dass noch in diesem Jahr sogar die Vollversion rauskommt, können wir dann nochmal so richtig durchprüfen. Aber ich weiß noch nicht, ob es passiert. Also, da habe ich keine Hintergrundinfos. Das sagt mir der Heinrich leider nicht. Die Sabine auch nicht. Nee. Aber was ich schon mal ankündigen kann, wenn es soweit ist, gibt es einen Livestream. Und dann mit den Entwicklern nochmal zusammen. Ob es nochmal 12 Stunden werden, weiß ich nicht. Interessant, sobald sich das hier überlappt, weil ich habe es ja hier hingebaut. Da muss ich irgendwie daneben gekommen sein und dadurch automatisch hier drauf. Aber gut. Weiteres Thema. Gießerei. Rostig und schwer. So. Passt zum Thema Eisen. Setzen wir direkt hier neben die Weberei des Konkurrenten und gegenüber unserer anderen Gießerei. Und natürlich muss der ganze Laden hier auch erstmal laufen. Der ganze Laden darf wirklich nur Eisen herstellen. Und nichts anderes erstmal. Achso, und Beschläge, doch, stimmt. Beschläge und Eisen, ja, sorry. Wir brauchen dafür allerdings auch noch Erweiterungen. Angefangen mit weiterem Arbeiter. Noch ein. Denn wir werden viel Eisen brauchen. Und noch ein weiterer Fuhrknecht. Einer der... Nein! Mist. Ich wollte gerade sagen, einer der wegfährt und einer der holt. Aber denkst du? Werde ich da eventuell sogar mit der manuellen Route arbeiten müssen? Schauen wir mal. Aber zuallererst einmal brauchen wir hier auch Angestellte. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die nur so wenig haben dürfen.
Stell schon mal einen Fuhrknecht ein, der soll schon mal Dinge erledigen erstmal und dann machen wir die Feinjustierung. So, so. Okay. Aha, die Metallurgie wurde jetzt wiederum vom Konkurrenten gepachtet. Ich habe keine Meldung bekommen, dass ich die Miete verloren habe, ne? Nur mal so nebenbei erwähnt. Wer ist denn das hier? Welche Familie? Mainz. Stehen die auf meiner Liste? Leider ja. Hätte ich ja doch die Pacht bezahlen sollen. Da ist gerade meine Fuhrknechtin, die Wempke. Die hat gerade 40 Eisen geholt. Und Wempke ist von wo? Huch. Hier, von der neuen Grobhandwerkerhütte. Alles klar. So, dann warten wir noch kurz, bis das Ding hier fertig gebaut ist. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Moment mal, ich sehe, hier sind 8 Leute. Wo ist der Bauplan? Ohne Tätigkeit. In welchem? In dem hier. Warum? Was fehlt? Alles. Warum? Weil wir nur einen Fuhrknecht haben. Da kommen wir jetzt schon langsam an die Grenzen, ne? Theoretisch für die Massen, die ich hier eigentlich brauche, müsste ich jetzt aus einer Lagerscheune oder aus einem... Mal leiser labern da im Hintergrund. Theoretisch bräuchte ich jetzt für die Massen, die wir hier produzieren, die wir brauchen, Lagerscheune oder Lagerraum, um den Fuhrknecht dann darauf anzusetzen, dass der da Dinge tun soll. Oder aber einfach die Fuhrknechte darauf ansetzen, dass die Eisen jetzt kaufen und Eisenbarren zum Beispiel da und dahin bringen oder verkaufen oder. Und der Fuhrknecht von dem Betrieb wiederum braucht dann nur hier auf die andere Straßenseite laufen und dort die Ressourcen holen und die Endprodukte hinbringen. Als Beispiel. Oder hier oben hinlaufen. Je nachdem, was ich wohin setze. Okay. Diese Reihe ist fertig. Finde ich toll, aber die wird gleich aufgewertet. Darf ich die schon aufwerten? Kostet mich nur 50 Einfluss? Ja, denkst du, Talente. Talente, Talente. Also nicht die Währung, sondern hier. Dafür muss ich erstmal Patricia sein. Da hat er nicht aufgepasst, der dicke Alte. Das wird er sich nicht leisten können. Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Alles klar. Hat er verkackt. Kann man ja anders sagen. So, warte mal. Erweiterung. Hier darf ich 3 Fuhrknechte haben auf höchster Stufe der, des Gebäudeaufbaus, Ausbaus. Gebt mir erstmal weitere Arbeiter und die Kundenzufriedenheit. So. Ja, und jetzt muss ich zwischen beiden Betrieben immer hin und her switchen. Ich habe hier irgendwas... Ach, mit F komme ich auf das bereits Selektierte. Ah! Man lernt ja immer wieder dazu, ne? Mit F wie Friedrich komme ich auf das, was ich bereits selektiert habe, auch wenn die Kamera sonst woanders ist. Interessant. Das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Musiktitel, der sehr, sehr laut. Und ihr habt davor die Musik gehört, die war sehr leise. Ich bin jetzt schon am lauter reden. Ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen und ich hoffe, der Musiktitel ist schnell rum. Warum kann ich nicht während der Pause... Ich möchte gerne während der Pause in die Spieloptionen rein, liebe Entwickler. Das wäre sehr hilfreich. Gibt's hier eine Tastenbelegung irgendwie nächster Song oder sowas? Ja, das klappt leider nicht. Klappt das mit F11? Moment. Wir probieren's. Auch nicht. Alles klar. Option. Tastenbelegung. Sorry, Leute, das muss auch mal sein zwischendurch. Ach, hier steht zumindest. UI verbergen. Alt und H. Und hier die F, okay. Hauptwohnsitz auswählen. V. Ah. Avatar C. Ah. Es gibt Funktionen in diesem Spiel, die kannte ich noch nicht. Plaketten anzeigen. Okay, das kennen wir schon. Dynastiegebäude einfärben. Eingabe? Ah! Oha! Ja, klappt aber auch nicht so richtig, wa? Warum ist meins jetzt in schwarz? Achso, meins ist generell schwarz? Aha! Und dann feindliche Dynastien werden mir damit angezeigt. Seht das richtig? Sieht so aus.
Und dann auch sogar nach der Dynastiefarbe sortiert. Ach so, ja klar wird meins in schwarz angezeigt. Ich hab's doch in schwarz. Ich hab doch ein schwarzes Wappen. Okay. Und alles, was KI ist und nicht NPC ist, also alles, was keine konkurrierenden Dynastien ist, wird ausgegraut. Aber ich sehe schon, Holzfällerhütte ist von der grünen Farbe besetzt worden, von denen hier. Okay, das macht die Sache echt ein bisschen übersichtlicher. Das kannte ich noch nicht, aber eigentlich habe ich, ich kann jetzt übrigens wieder leiser reden, der Song ist vorbei, eigentlich habe ich bei der Tastenbelegung was gesucht. Ach, der speichert das immer, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Eigentlich habe ich gesucht, wo ich denn eventuell den aktuellen Spielsound einfach skippen kann. Also die aktuelle Musik skippen kann. Gibt's leider noch nicht. Oder steht noch nicht in der Steuerungsoption drin. Schade. Jetzt kommt der nächste laute Song. Wunderbar. Ist ja nicht so, dass ich meine Stimme vielleicht noch für weitere Folgen bräuchte. Ich schreie jetzt einfach hier so lange, bis der Nachbar klopft oder bis ich keine Stimme mehr habe. Wunderbar. Toll. Sorry, jetzt habe ich mich wieder schön lange aufhalten lassen. Es tut mir leid, Leute. Dann stellt ihr erstmal die Eisenbarren her. Eisenarmreife her, bis ich hier den Patrizier mir finanzieren kann, damit wir hier drauf umsteigen können. Das wiederum bedeutet aber auch, dass ich jetzt erstmal dafür sorge, dass hier der Fuhrknecht die Dinge richtig erledigt und ich habe wieder vergessen auf... Ach, Mann. So. So, mach das erstmal so. Genau, mach das erstmal so. Ich bringe jetzt nicht so viel. Es bringt auch nicht wirklich Geld hier, ich weiß, aber es spart zumindest schon mal die Einkaufskosten ein, die wir dann jetzt für die Eisenarmbänder haben. Wir müssen jetzt natürlich im Lager noch Dinge bestimmen. Kann ich jetzt hier zum Beispiel nach Relevante? Kann ich. Kann ich irgendwie jetzt hier mal auswählen? Alle wichtigen Waren? Nee. So nicht. Zwischenprodukte nutze ich. Wäre noch cool, wenn es hier irgendwie alle Waren anhand der Bestellliste auswählbar wäre. So in dem Dreh. Aber gut, machen wir mal anders. Ich hätte hiervon gerne maximal 60 auf Lager. Mindestens 20 bitte, ja. Beschläge, wenn das nach und nach hier übers Verkaufslager rausgedonnert. Und hier wiederum sagen wir 60, mindestens 0, verkaufen, nein. Beschaffen? Auch nicht. Beschaffen höchstens Eisenerz, das wiederum ich nicht mehr pachte. Und hier hat er mir was umgestellt, weil ich gescrollt habe. So. Okay. Flachs wirst du da nicht brauchen. Den wiederum verbrennen wir mal. So, dann ist es hier ein bisschen aufgeräumter. Und wie gesagt, die Beschläge gehen jetzt nach und nach raus. Verkaufslager. 0, genau. Hier 2. Hau hier einfach mal 20 rein. Ich hoffe, ich denke da einfach mal dran. Lol. Okay, Wemke bringt sie einfach weg. Alles klar. Dann kannst du hier auch wieder 2 draus machen. Huch, war ja schon drin. Okay. Damit die letzten 2 auch einfach so noch rausgehen. So, dann. Doch, das müssen wir, ich muss ich ja drin lassen. Diese Überlappung hier ist immer noch so irritierend, ne, in der UI. Auslager haben wir drin. Wir haben soweit alles eingestellt. Maximale Anzahl an Fuhrknechten haben wir sowieso. Arbeiter ebenfalls. Jetzt wird da richtig fett Eisen geballert und wir senken schon mal den Eisenpreis allgemein durch das Verkaufen vom Eisen, aber ich will es ja gar nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Sondern stattdessen möchte ich das hier hingeliefert haben. Und ich weiß jetzt aber natürlich nicht, wie schnell verbraucht sich das. 1,5 Stunden... 2 Eisen. Gott. Das mache ich anders. Das mache ich anders. Ich mache hier schon mal den zweiten Fuhrknecht rein. Einer, der per Lagerregeln fährt. Und einer, der per manueller Handelsroute das Eisen abholt. So. Wir brauchen hier auch Holzkohle und Leder, ne? Genau. Dann sagen wir jetzt hier übers Lager wieder. Maximal 60, mindestens 10, 20.
So. Und dann auch jeweils beschaffen, aber Eisen wiederum nicht beschaffen. Und auch maximal 60 einladen. Mindestens 20, damit noch eine Weile produziert werden kann, wenn es mal irgendwo einen kleinen Engpass geben sollte. Die Eisenarmbänder sollen bitte auch maximal 60 gelagert werden. Mindestens 0. Sollen eigentlich immer schon sofort raus. Verkaufslager. Hier geben wir 5% Rabatt. Und habe ich die Kundenzufriedenheit hier schon gekauft? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nö, mach ich mal. Die zweite noch nicht. So. Dann. Gutlicht. Jo. Die Asie. Gutlicht. Jo. Sturm. Das wird Blasen geben. Wohin? Zurück nach Hause mit dir. Ach, du bist noch im Betrieb. Okay. Und jetzt brauchen wir noch Angestellte, die hier die Eisenarmbänder herstellen, aber erst am morgigen Tag. So. Die Asie läuft gerade nach Oberland und müsste dann dort wiederum einkaufen. In dem Fall nehme ich mal ganz stark an, wird es Leder und Holzkohle sein oder erstmal nur Leder und Holzkohle, dann woanders. In Oberland wird es nämlich gerade für 42 verkauft, was ein schlechter Preis ist, wird mir hier angezeigt mit einer roten Zahl. Oder? Ach nee, die rote Zahl ist immer da, weil es für mich schlecht, weil ich dann kaufe. Oh, das ist neu, möchte ich meinen, ne? Das ist, glaube ich, neu. Als das erste Mal auf diese Indikatoren eingegangen sind, vor weiß ich wie vielen Folgen, stand das so, glaube ich, noch nicht da. Hab mich auch nicht verklickt irgendwo? Nee. Okay. Seid ihr da? Sozusagen. Ach, der Alterle. Ja gut. 20 Leder. Sehr schön. Ach, und läuft jetzt direkt im Anschluss, obwohl Feierabend ist, Asia. Asia hat den Feierabend nicht mitbekommen. Ist ja witzig. Jetzt läuft sie zum Forstgrund und holt dort die Holzkohle, wie ich es haben möchte. Ansonsten wäre sie im Markt. Unterland. In Unterland wäre die Holzkohle für 6 zu haben. Mach mal kurz die Zeitlupe rein. Hier wird sie für 5 verkauft. Im Unterland ist wo? Hier. Okay. Also, Furtknechte sind nicht dumm. Nicht immer. Aber nicht jedes Mal. So, also, ihr wisst, was ich meine. Nicht immer, aber immer öfter. So. Stadtpredigerhütte, okay. Finde ich ja schon mal gut, dass das so funktioniert. Also, das kann man so einrichten. So, der neue Tag fängt an. Mitternacht und alles in Ordnung. Ja, finde ich auch, dass alles in Ordnung ist. Warte mal. Habe ich jetzt hier irgendwie einen Murks eingestellt, dass Eisen nicht verkauft werden darf? Ja. Blöd. Dann bitte hier, Verkauf wieder aktivieren, aber ich möchte hier eine Mindestmenge von 20 liegen haben. Automatisierte Furtknechte werden Gegenstände über dem hier festgelegten. Achso, nee, dann was zu denen. Ja, mir fehlt da immer noch eine Einstellungsmöglichkeit, ein Mittelding. Wo ich sagen kann, was jetzt, wenn ich jetzt hier 10 einstelle, dann noch einen weiteren Wert, zum Beispiel 30 einstelle und dann noch den Maximalwert 60 einstelle, dass ich sage, okay, mindestens 10 sollen hier liegen. Alles, was zwischen 10 und 30 ist, darf von einer automatisierten Handelsroute mitgenommen werden. Einer manuelle Handelsroute, die ich eingerichtet habe. Was ist eine Frechheit? Also warte mal, manuelle Handelsrouten und Warenhäuser, Furtknechte auf selbst erstellten Routen werden keine Waren aus dem Lager nehmen, wenn dadurch der Mindestbestand unterschritten würde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwo noch so einen Wert dazwischen haben, zwischen dem Mindestbestand und dem, was mitgenommen werden darf, damit ich, und alles in Ordnung. Damit immer etwas für die manuellen Routen reserviert bleibt. Und was darüber hinausgeht, darf verkauft werden. Das wäre genau die Lösung, die ich bräuchte. Aber ich bekomme sie nicht. Nee. Ja, gut. Manuelle Handelsroute. Habert, du. Neue Route. Wir nennen die Route Eisen. Eisenbarren, nenne ich sie mal. Eisenbarren. Mit N wie Nordpol. Und du fängst damit an. Wie heißt die neue Schmiede? Rostig und schwer, ne? Ja. So. Dann rüber. Nee, halt. Läufst du rüber in die Eisenhütte.
Und dann sagen wir dir jetzt erstmal, du sollst bitte Eisen mitnehmen und hier abladen. Menge sag ich erstmal pro Laufen 2. Pro Gang, den er macht, erstmal 2. Obwohl, das ist viel zu wenig. Das ist sogar viel zu wenig. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Okay. Das wird zu. Mach mal 6. Wir haben 3 Angestellte. Vorausgesetzt, alles andere ist ausreichend da. Keine Warnung, wunderbar. Ah, guck mal, einer, schau. Der Bug ist immer noch vorhanden hier, wenn ich nicht auf Bestätigen klicke. So, Enter. Ja, und jetzt muss ich aber hier nochmal draufklicken, damit er speichert. Ansonsten, sobald ich wieder rumstelle, macht er hier oben wieder neue Handelsgute draus. Speichern, bestätigen. Viel Spaß. Was wollte ich mir jetzt noch angucken? Ah, genau. Naja, alles gut. Ich dachte, die hat einfach Eisen gekauft. Aber das wäre nicht das gewesen, was ich ihr befohlen habe. So, wir haben im Lager sehr viel Eisen. Das ist grundsätzlich gut. Gießerei. Zack. Hab's wieder vergessen. So, es ist noch nicht 4 Uhr morgens. Sie sind noch nicht am Arbeiten. Wir beschleunigen wieder die ganze Geschichte. Und ich bin schon wieder fast am Folgenende. Es tut mir leid, liebe Leute. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ist gut, ist schön. Ich mache ein bisschen länger. Ein kleines bisschen. Auch wenn jetzt hier in 10 Sekunden eigentlich der Timer meckert. Aber ich möchte gucken, ob das so funktioniert. Oder ich bin wieder ein bisschen fies und mache einen Cliffhanger. So, Wemke bringt erstmal 40 Dinger weg. Was schade ist. Holt aber auch gleich 40 neue dazu. Was wiederum gut ist. Kostet mich ja jeweils ein Eisen jetzt, ne? Genau. Also haben wir schon mal potenziell wieder 40 da. Potenziell. Und die nächsten gehen wieder raus, die 34. Was ich sehr schade finde. So, was ist hier passiert? Rotlicht konnte seine Route nicht beenden. Wer? Der? Wer denn? Wer genau? Es sind beide unterwegs. Bitte, wer konnte seine Route nicht beenden? Und warum? Und überhaupt? Robin, komm du mal rüber hier. Hol mal das Silbererz da raus, das brauchen die dann nicht. Zack. 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 So. Sicher. Deswegen brauchen wir es ja hier drüben. In das eiserne Herz. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich dann nur Silberketten mache, hätte ich ehrlich gesagt den Name anders genannt. Ich hätte die Gießerei umbenannt auf das silberne Herz. So. So. Was sagt denn 750 Einfluss brauchen wir noch? Okay, und die 12.000 kriegen wir relativ fix zusammen. Aber ich merke doch jetzt, wo ich die Pacht nicht habe, es dauert deutlich länger, ne? Oder weil ich heute so oft pausiert habe. Kann auch daran liegen, muss ich gestehen. So, aber die ersten 6 Eisen kamen hier schon an oder noch nicht? Lieber Habert. Wo soll's hingehen? Ich würde gerne mal gucken, wie lange er für einen Weg braucht. Ich stoppe sozusagen gleich die Ingame-Zeit, wenn er an der Grobhandwerker da ankommt. So, wir haben jetzt 6.38 Uhr. 6.38 Uhr. Kleiner Trick vielleicht. Vielleicht auch hilfreich für euch. 6.38 Uhr. Ihr werdet geachtet. Auch nicht mal ganz eine Stunde. Ingame. Und ein Armband dauert 1,5 in der Herstellung, wenn alle Ressourcen ausreichend da sind. Das heißt, mit den 6 Armbändern, die ich jetzt ranhole, ist eigentlich zu viel geholt. Mit den 6 Eisenbarren, die ich ranhole. Hey,
Habatsch? Wohin soll's gehen? Arbeit ist meine Leidenschaft. Habert, kann es sein, dass ich dir... Ich bin so doof. Ich hab die vertauscht. Ich hab die vertauscht. Er sollte natürlich hier 6 einladen. Ich bin so doof, ey. Und hier 6 ausladen. Übrigens, sehr cooles Ding hier mit den Warnungen. Gefällt mir sehr. Es wäre nur schön gewesen, wenn er mir jetzt auch gesagt hätte, warum willst du das da hinbringen? Obwohl, nee. Das kann ich dem Entwickler nicht zumuten, dass er so weit denkt, dass ich so blöd bin. Das hier ist die Gießerei. Das hier ist die Grobhandwerkerhütte. Genau. Bestätigen. Ja. Drehst du jetzt auf der Stelle um? Bin schon fast da. Nee, geh mal zurück. Wohin soll's gehen? Mal gucken, ob er das schon während des Laufens akzeptiert. Ob er jetzt Eisenbahnen einlädt oder nicht. Na? Nee, zurück. Bin schon fast da. Keine Pause. Bin schon fast da. Es sind zu wenig da. Es gibt keine Eisenbahnen hier. Und da haben wir wieder das Thema. Eigentlich, ich könnte es ganz anders machen. Ich werde es auch ganz anders machen. Aber, liebe Leute, das gucken wir uns nächste Folge an. Wir haben schon 0:37, wir haben schon 37 Minuten Folgenlänge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.